Hallo, willkommen, dass da rein raus vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Tasmanian Tiger, ja, Map Pouches. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Da gibt es einmal den ganz normalen Map Pouch. Ja, der schaut so aus. Ja. Kein Molle hinten drauf. Und dann gibt es das Large Map Case oder Map Case Large, auch von Tasmanian Tiger. Auch kein Molle, weil ich die Frage immer wieder kriege. Nein, das ist ja auch ein bisschen anders gedacht. Und wir schauen uns jetzt an, wie die beiden funktionieren. Wenn wir mal diesen Pouch uns anschauen, dann macht man den auf und hat hier innen drinnen eine Klarsichtfolie. Und da wird die Karte eingelegt, ja, der Kartenausschnitt, der dich halt interessiert. Und du kannst das mit einem Zip da rein und raus geben und wieder zumachen, und dadurch hast du deine Karte vor Feuchtigkeit geschützt. Das ist eine ganz feine Sache, sie kann auch nicht so locker davonfliegen. Der Punkt dabei ist, bei diesem Teil hier, bei dem Pouch, ist, dass die Karte da eingebaut ist in den Pouch selber. Dann kann man sich das Ganze jetzt dann auch noch, gibt es dann natürlich noch die Funktionalität da kann ich noch was reinstecken, ein Kompass, ein Navigationsgerät, ein Stift oder so irgendetwas, und die Sache ist erledigt. Da gibt es einen D-Ring zum Aufhängen, wenn man das an einer Karabiner anhängt, fertig. Gute, minimalistische Variante. Aber es gibt auch dieses, ja, Large Case, Map Case, das macht man von hinten auf, dann macht man da auf und hat jetzt, bevor er überhaupt erst zur Karte kommt, da ein kleines Büroset. Du hast da jetzt drei so elastische Schlaufen, da ist ein kleines Taschel, das finde ich sehr, sehr praktisch, ja, weil da das GPS-Gerät normalerweise gut reinpasst, da kann man noch was reingeben, also ja. Und hier natürlich auch die Möglichkeit, was oben reinzustecken, seitlich was reinzustecken in diesen Glassichtbereich, und hier hinten gibt es auch noch eine große Tasche. Also da ist einfach mehr Komfort drinnen. Das hier zum Beispiel wäre fein, wenn es eine Legende gibt und du eine Kopie von der Legende hast oder irgendwelche speziellen Zeichen oder sonst irgendwas, kann man da reingeben, ist eine gute Sache. So, jetzt zur Kartentasche selbst, also zur Kartenfunktionalität. Und die ist ein bisschen anders, und du siehst, erstens ist das Teil schon einmal viel, viel größer, ja, und du kannst von beiden Seiten reinschauen. Das ist nicht schlecht, dann muss ich echt sagen, das ist nicht schlecht, wenn du eine Karte hast und das ist normalerweise, ja, doppelt so groß, dann legst du die auseinander und kannst umdrehen und kannst somit in einen Bereich, wenn du in einem Bereich unterwegs bist, wo gerade der Kartenrand ist und du hin und her musst, und dann, das ist mit dem Teil, mit dem Pouch nicht so einfach möglich. Ja, aber das Case, ja, das spielt da mit. Und da hast du den Zip dazu zum Reingeben und zum Rausgeben, aber es kommt noch besser. Du kannst das hier weggeben und kannst, ja, die Karte mit der allein arbeiten. Und das ist halt schon meiner Meinung nach eine ganz klasse Geschichte. Ich hatte früher immer den Pouch im Einsatz, weil ich nicht wusste, oder es hat vielleicht zu dem Zeitpunkt dieses Map Case noch nicht gegeben. Mittlerweile bin ich ein Anhänger von diesem Map Case, einfach aus dem Grund, weil es, und das kann man einfach einmal so sagen, vielseitiger ist. Der Preisunterschied ist nicht allzu arg. Ich gebe da eh unten die Links zu diesen Produkten. Also es ist nicht so, der Preisunterschied ist nicht so massiv. Das Einzige, und das sind die Abmessungen. Ich meine, du siehst das da jetzt eh schon. Also das Map Case, das dahinter ist einfach breiter. Es ist auch ein bisschen tiefer. Und es ist allein schon im Leergewicht etwas schwerer. Und mit etwas meine ich doch das Doppelte. Ja, gefühlt jetzt. Ja, meine, die technischen Daten findest du eh unten. Und ja. Wenn du mich fragst, wozu braucht man sowas überhaupt? Also, wer braucht sowas? Das ist ja die nächste Frage. Wenn du noch mit Karten navigierst, wenn du nicht zum absoluten GPS-Junkie geworden bist. Ich mag GPS, ich habe sowas auch, ja. Aber GPS kann ausfallen, aber eine Karte, die hilft mir immer weiter. Und in Kombination Karte und GPS ist das eine ganz klasse Geschichte. Der Punkt dabei ist natürlich auch der, warum habe ich das dann in so einem Taschel drin? Ich kann ja die Karte auch alleine tragen. Ja, natürlich. Aber da ist sie geschützt vom Wegflattern. Da ist sie geschützt, wenn es einmal ein bisschen regnerischer ist. Und der ganz große Vorteil ist, da drauf, da kann ich malen. Hä? Malen? Was heißt das? Ja, mit malen ist jetzt nicht gemeint, dass ich jetzt ein Picasso drauf mache, sondern ich kann zum Beispiel meinen eigenen Punkt mit einem, ja,
Board, also das muss so ein Whiteboard-Marker sein, also bitte nicht mit einem Permanentstift das machen, das ist nicht lustig, ja. Markieren und kann sagen, ich möchte an diese Stelle hier. Und dann kann ich mit dem Kompass arbeiten und kann die Peilung hier einzeichnen. Ich kann da mir unterschiedlichste Sachen hinaufzeichnen, die ich für die Navigation, für die Orientierung brauche. Wie gesagt, wenn dir auch das Thema Orientierung interessiert, gebe ich dir auch den Link auf meinen, auf zwei meiner Kurse. Das eine ist ein Live-Kurs, Survival-Orientierung, und das andere ist ein reiner Online-Kurs. Gebe ich da auch unten den Link dazu, wo ich dir genau zeige, was es damit auf sich hat. Also das ist schon sehr, sehr praktisch und ist auch aus dem Grund so gemacht. Ja, das war's. Mehr mag ich dazu gar nicht sagen, weil sonst rede ich noch 10 Stunden. Wenn dir das Video gefallen hat, mag ich dir um einen Daumen nach oben bitten. Vielleicht magst du mal ein Abo dalassen. Vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben, wie du das siehst. Unten der Link zu den Produkten und zu den Online-Kursen und zu dem Live-Kurs. Hier ein paar andere Videos zum Anschauen. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.